Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nach diesen ganzen juristischen Fragen, die alle berechtigt sind und durchaus auch humorvoll beantwortet wurden, möchte ich doch noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, um wen geht es hier eigentlich, weil das vergessen wir dann manchmal. Es geht um Saúl Luciano Llulla, ein Peruaner aus der Bergregion Cordillera Blanca, Bergführer, Landwirt. Er wohnt unterhalb des Gletschersees oder einer Lagune, die eben davon und ist davon bedroht, dass dieser Gletschersee durch eine Gletscherflut sein Haus irgendwann zerstört. Und was hat Herr Llulla auch bei dem Gerichtsverfahren vorgebracht? Es geht nämlich darum, dass ganz konkret nicht einfach nur Sachverständige gehört werden müssen, sondern dass beispielsweise auch im 5. Assessment Report des IPCC ganz klare Auswirkungen auf diese Bergregion Cordillera Blanca schon drinstehen. Ich zitiere einfach nur mal ganz kurz ein paar Aspekte daraus. Beispielsweise: für den nördlichen und mittleren Teil der peruanischen Anden wurde über die Periode von 1961 bis 2009 ein Temperaturanstieg zwischen 0,2 und 0,45% je Dekade beobachtet. Der Rückgang der tropischen Gletscher und Eisfelder in den außertropischen und tropischen Anden während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts können dem Anstieg der Temperatur zugeschrieben werden. Insgesamt gibt es ein sehr hohes Maß der Überzeugung hinsichtlich des Zusammenhangs des Rückzugs der Gletscher in den Anden in Südamerika mit dem Klimawandel. Und es geht eben dann nicht nur um Saúl Luciano Llulla, sondern er steht exemplarisch für Millionen von Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind, deren Heimat bedroht sind oder die ihre Heimat bereits verloren haben. Und dann müssen wir uns einmal angucken, was passiert nämlich hier auch bei diesem Verfahren. Es geht darum, dass Herr Llulla gegen RWE kämpft. Es geht um den Kampf zwischen David und Goliath. Und oh Wunder, auf welche Seite schlägt sich die AfD? Auf Goliaths Seite. Und das passt ganz ehrlich zu ihrem wahnhaften Feldzug gegen den Klimaschutz. Es passt dazu, dass ihnen das Einzelschicksal von bedrohten, benachteiligten Menschen vollkommen egal ist. Und ich muss ganz klar sagen, ich dagegen bewundere Herrn Llulla für seinen Mut und sein Gerichtsverfahren gegen Goliath. Ich finde es gut und richtig, dass sich eine Einzelperson traut, dieses Verfahren anzustrengen und eben für seine eigenen Rechte auch zu kämpfen. Und ich habe mich gefreut, als das OLG Hamm der Argumentation des Klägers gefolgt ist und damit bestätigt wurde, dass grundsätzlich eine Haftung großer Emittenten besteht. Und jetzt kommt das Aber. Bei aller Freude muss für alle das Prinzip der Gewaltenteilung gelten. Und wir schließen uns natürlich deswegen nicht Ihrem wahnwitzigen Feldzug an und wir mischen uns auch eben nicht in Entscheidungen der Justiz ein, denn wir erkennen die Prinzipien unseres demokratischen Rechtsstaates an.